Okay, super. Gut. Sehr schön. Auch wenn wir noch nicht ganz vollzählig sind, schlagen wir jetzt trotzdem vor, einfach zu beginnen, weil wir quasi schon jetzt wieder 5 Minuten über der Zeit sind. Wie Und schrecklich. genau. Ich bin Katharina von der Universität Oldenburg und dort Juniorprofessorin für Sozialtheorie. Und im Grunde genommen kann man sagen, ist hier diese Veranstaltung ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Und dann habe ich sozusagen in diesen Mist meinen Kollegen reingezogen. Genau, ich bin Jörg, ich bin Postdoc hier am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich an diesem Ort und wie Sie gerade schon an der Raumsituation sehen können und der Tatsache, dass wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, Warteliste zu führen und dass das alles sehr umständlich war. Mehr Platz wäre auch nicht. Insofern, wenn wir das wieder machen wollen, dann werden wir vielleicht einen anderen Ort suchen müssen. Der dann aber eben nicht am Hick ist, weil es ist der größte Raum am Hick, das muss man tatsächlich sagen. Ja. So, bevor wir zu den üblichen organisatorischen Dingen, die ja immer noch ein bisschen geklärt werden müssen, kommen, wollte ich einfach auch noch mal ganz kurz erzählen, warum ich quasi das Bedürfnis hatte, einen Arbeitskreis in der Sektion soziologischen Theorie zu gründen, der sich eben mit der Digitalisierung als eine Herausforderung für die soziologische Theorie beschäftigt. So ungefähr vor einem Jahr oder so habe ich irgendwann so einen Punkt gehabt, als ich den Digitalisierungsdiskurs, den sozialwissenschaftlichen, verfolgt habe, wo ich dachte, also Moment mal, irgendwie wissen alle immer schon, worüber wir hier anscheinend sprechen und das scheint hier alles immer schon ganz klar zu sein und es gibt doch sozusagen einen deutlichen Überschuss eigentlich an Lektüre, die sich immer schon mit den Folgen beschäftigt. Und auch natürlich macht das, es ist das besonders attraktiv, dann natürlich auch, sage ich mal, einen leicht kritischen Bias da reinzukriegen. Und den, finde ich, kann man auch eigentlich ganz gut beobachten. Und dann habe ich irgendwie gedacht, aber eigentlich sozusagen wissen wir denn eigentlich, worüber wir sprechen? Ja? Also sind eigentlich die Konzepte uns in der Soziologie so klar? Also ich meine, Digitalisierung ist ein Riesenwort, aber haben wir eigentlich in unserer Multiparadigmatizität, die wir ja in der Soziologie haben und auf die wir ja auch stolz sind quasi, aber haben wir eigentlich einen gemeinsamen Gegenstand, über den wir uns unterhalten? Ne? Und da gibt es natürlich auch viele artverwandte Begriffe wie Daten, Algorithmen, etc. Und deswegen habe ich quasi gedacht, eigentlich müssten wir noch mal einen Schritt zurück und erstmal noch mal eine Debatte darüber führen und die eben angesiedelt sein muss, auch in der soziologischen Theorie, weil die soziologische Theorie ist sozusagen der Ort, wo Begriffsbildung und Konzepte diskutiert werden und hervorgebracht werden. Und dass wir da erstmal quasi ansetzen sollten, bevor wir immer schon gleich bei den Folgen sind. Und ja, und dann habe ich einfach mal Henning Laux angerufen und gesagt, Henning, wie sieht es denn aus mit so einem Arbeitskreis? Könnte das quasi interessant sein? Und dann hat er gesagt, ja, auf jeden Fall reicht doch mal ein Exposé dazu ein. Und erfreulicherweise hat das dann auch geklappt. Und dann habe ich gedacht, ja Mensch, wunderbar. Wo könnte man denn jetzt die Gründungstagung machen? Und Jörg und ich kennen uns jetzt seit 1,5 Jahren quasi und haben auch ähnliche Fragen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, frag doch mal den Jörg, ob er nicht sozusagen irgendwie Lust hat, diese Gründungstagung mit mir zusammen zu organisieren. Und es wäre ja auch vielleicht ganz schick, das sozusagen dann auch am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu machen in Berlin. Das ist auch schön zentral einfach. Und genau, und Jörg hat erfreulicherweise auch so ein Interesse daran gehabt und findet die ganze Initiative eben auch sehr sinnvoll und richtig. Und deswegen quasi sind wir jetzt hier und dementsprechend möchte ich mich auch nochmal beim HIC bedanken, dass wir eben das hier machen können. Sozusagen ist, so Corporate Social Identity mäßig sagen, wir am HIC, weil ich auch ganz offiziell jetzt assoziiert wurde als Forscherin und das finde ich natürlich super und freue mich jetzt auf 2 ganz spannende Tage. Vielen Dank. Genau, ich werde dann jetzt den Part übernehmen, etwas ein bisschen was zu den organisatorischen Sachen zu erzählen. Wie alle hier sehen, dass wir hier mit dem Mikro stehen. Wir haben uns aufgrund des riesengroßen Andrangs entschieden, am Ende die Tagung doch aufzuzeichnen.
obwohl das durchaus nicht nur positive Auswirkungen auf Diskussionsverhalten haben kann. Aber wir denken, dass die Möglichkeit, dass auch Leute, die nicht da sein können, die Diskussion auf der Tagung, die Vorträge und die Diskussion auf der Tagung verfolgen können, ist wichtiger, als nach einem riesengroßen Raum zu suchen, der dann eben die Diskussion auch nicht möglich machen würde. Insofern würden wir alle bitten, dann nachher insbesondere in der Diskussion immer auf das Mikro zu warten und ins Mikro zu sprechen. Das ist nicht so sehr für diesen Raum selbst, sondern für die Aufnahme. Das Zweite, die Tagung ist ja nun am Freitag und Samstag und am Samstag ist das Gebäude eigentlich geschlossen. Wahrscheinlich werden trotzdem einige Leute hier arbeiten, aber das ist ja in der Akademie auch normal. Trotzdem werden sowohl heute Abend als auch morgen wird der Eingang und insbesondere auch der Ausgang sozusagen der Nebenausgang sein. Raus kommen Sie immer, nur zum Reinkommen müssen Sie dann draußen klingeln oder anrufen. Genau, wir können dann auch gerne noch Telefonnummer verteilen. Es gibt WLAN, HIG Guests. Und dann kommen Sie auf eine Vorschaltseite und dann können Sie die freischalten lassen. Die üblichen Seelenverkäufer-Erklärungen, die Sie da wahrscheinlich kennen. Die Toiletten sind einmal hier im Gang und einmal auf der anderen Seite in dem Gang. Also alle erreichbar über diesen Weg. Da hinten in der Ecke würde ich bitten, für die Funktechnik, für die Mikros, nicht so viel zu simsen. Dieses Mikro funkt leider auf dem gleichen, in dem gleichen Bereich, in dem GSM. Das hier? Ja. Ja. Okay. Also okay. Genau, aber die da hinten sind nicht 3 Meter Abstand. Genau. Da drüben wird dann nachher noch das Buffet aufgebaut, deshalb müsste da so ein bisschen Platz gelassen werden an der Seite und ansonsten alle, die schon lange auf der Teilnahmeliste standen, wissen das. Wir haben eingeladen danach, oder wir haben angeboten, eingeladen nicht, bei Selbstzahler, anschließend heute Abend noch in ein Restaurant zu gehen. Diejenigen, die jetzt zuletzt noch über die Warteliste nachgerückt sind. Ihr können sich einfach bei uns melden und dann, ich glaube, wir haben noch so 3 freie Plätze angemeldet. Genau. So. Okay, super. Bevor ich jetzt zum ersten Vortrag komme, auch noch ein Hinweis wegen des Arbeitskreises. Und zwar gibt es ja später am Tag quasi dann den formal offiziellen Gründungsakt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht einige in diesem Raum auch ganz gerne Mitglieder dieses Arbeitskreises in der Sektion Soziologische Theorie wären. Und im Laufe des Tages wird deswegen von Johanna, die jetzt gerade noch vorne am Empfang steht, aber die wird eine Unterschriftenliste rumgeben und alle Leute, die dann sozusagen dort unterzeichnen, betrachten wir dann quasi als Mitglieder dieses Arbeitskreises. Nur wenn Sie sich fragen, was Sie da unterzeichnen wollen, sozusagen, sobald Sie da sozusagen draufstehen, sind Sie verbucht als Mitglied des Arbeitskreises und dann später, wenn es dann quasi um den Gründungsakt geht, gibt es quasi schon eine erste kleine sozusagen Mitgliederversammlung.